Ja, Leute, heute habe ich was ganz Besonderes für euch, denn wir haben hier ein neues Set. Und diesmal darf ich es wieder früh öffnen. Vielen Dank an FIFA und Konami, dass ich das Ganze tun darf. Und es geht um ein ganz besonderes Set, denn es geht um Soul Burning Vulcano. Und wer es nicht weiß, Volcanic war mein allererstes Deck quasi, mit dem ich erfolgreich auf Turnieren war. Und dementsprechend ist das für mich was sehr Besonderes. Und erstmal hier, wieder mit Einknick-Funktion. I like it. Und ja, wie der Name schon vermuten lässt, gibt es hier eben neue vulkanische Karten. Aber nicht nur vulkanische Karten, nein, sondern auch Salamangreat und auch, also Großsalamander und Battling Boxer. Und dann wollen wir mal gucken. Erstmal, wir haben hier 5 Karten pro Pack und 36 Booster. Ist eine Menge Karten. Und wie immer, ich kenne nicht alle Karten hier aus dem Set. Bedeutet also, ich weiß nicht genau, was mich hier erwartet. Was ich jedoch weiß, ist, dass theoretisch hier eine Ghost Rare drin sein könnte. Was die Ghost Rare ist, weiß ich nicht. Wäre natürlich sehr, wenn wir die ziehen würden. Also wirklich was Besonderes. Und ja, wir haben viele Booster. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an. 5 Karten zu öffnen ist immer noch was anderes als 9 zu öffnen, ne? Das muss man wirklich so sagen. So. Komm, fangen wir an mit den Battling Boxern. Wie gesagt, die sind ja halt drin. Und Großsalamander und Vulkanisches Inferno. Da haben wir die erste vulkanische Karte. Und aus irgendeinem Grund will er das Armband scharf stellen. Vulkanisches Inferno, Trap. Ich erzähle immer was zu den Karten, wenn sie kommen. Großsalamander Wiedergeburt. Auch eine neue Großsalamander Karte. Die Karten agieren alle eigentlich so, wie das Deck selber will. Zum Beispiel Großsalamander arbeitet viel mit dem Friedhof. Das tut eben die neuen Großsalamander Karten ebenfalls. Bei Vulkanisch viel mit dem Glutbeschleuniger. Also auch da passend dazu. Und natürlich bekommen wir, Vulkanische Königin, auch nett, Fuchsi und Battling Boxer Schatten. Wie gesagt, hier sind natürlich auch nicht nur die neuen Karten drin, nein, auch die alten Karten. Heißt, wenn ihr einzelne Decks bauen wollt, perfekt. Und hier haben wir auch schon das erste. Glutbeschleuniger nachladen. Und das ist ja schon eine neuere Karte im Vergleich zum Original-Glutbeschleuniger. Und es ist sehr interessant gewesen. Ich fand es sehr gut, dass die Karte rauskam. Damage-Streuschuss zum Beispiel. Perfekte. Super Kombination. Und war halt was Neues. Und das Deck konnte eben dann mit den aktuellen Decks mithalten. Hier übrigens auch ein neuer Boxer, der gar nicht so schlecht ist. Denn was war er nochmal? Er war der. Genau, kannst eine zusätzliche Normalbeschwörung durchführen. Von einem Battling Boxer, sehr nice. Also hilft dir eben dann schneller ins Exil zu kommen, was natürlich gut ist. Weiter geht's. Unermüdlicher Boxer, Nachschläger. Also die Karten, sehr interessant. Wusste gar nicht, dass die hier drin ist, aber ist glaube ich eine ältere Karte, ne? Aber geht's nämlich, falls die Karte Monster Verteidigungsangriff zerstöre ich jedes Monster. Ah ja, da ist der originale Glutbeschleuniger. Siebte Kraft, hiermit theoretisch ist es möglich, ein Nummer C Monster zu rufen, denn ja, es gibt ein Exceed, was nicht so einfach zu rufen ist, was unglaublich stark an sich ist, vom Effekt her, jedoch halt schwer zu rufen ist. Dementsprechend braucht man sowas wie diese hier, der uns erlaubt, eben ein Nummer C Monster zu rufen, weil es ist ein Nummer C. Und Lux hier, schön in Rare drin. Ja, Lux, einfach eine Karte. Oh, Salamangreat, ich hab's geliebt. Ja, Counter, allgemein Counter. Es gibt allgemein noch einen neuen Counter, der auch sehr stark ist. Und die Counterkarten kann man jetzt auch mit den neuen Karten eben aus dem Deck suchen. Und wir haben einen Uppercut-Boxer hier. Und sie ist auch sehr nice, denn beschwöre einen Battling Boss und Spezialbeschwörung von Friedhof. Sehr gut. Oder setze eine Counterfalle. Also nicht nur Counter-Counterfalle, sondern eine Konter-Konterfalle. Also du kannst eine Konter im Namen, ist natürlich klar, ne? Sieht zum Beispiel hier Konter, aber eine Konterfalle reinlegen. Finde ich sehr gut, sehr gut. Und Großsalamander Verstärkung, die theoretisch ermöglicht, eine Karte auf dem Spielfeld wählen und zu zerstören, was ganz nett ist. Weiter geht's. Ich will vulkanische Karten. Ich glaube, das habe ich jetzt oft genug gesagt, aber wie gesagt, ich liebe eigentlich vulkanisch, weil ich halt vulkanisch da eben in der Vergangenheit gespielt habe. Damals noch mit Monarchen und Windsturm der Phönixflügel mit Razor. Und ja, Leute, das war noch vor Synchrozeit. Also es ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Vulkanischer Ausbruch. Okay, ja, ist natürlich eine vulkanische Karte, ne? Nee, ist sie natürlich nicht. Sie ist für Dinosaurier eigentlich mit der Zauberkarte dementsprechend, also mit der Feldveränderung. Aber ja, Großsalamander Kreis, auch interessant, dass hier ein Kampf ist. Gazelle, ja, Gazelle, beste Karte. Hülle, auch nochmal drin. Hülle natürlich, super gute Karte, brauche ich drüber reden. Wird in Zukunft, und da haben wir Randfeuer. Die Karte ist neu und super gut. Ebenfalls ein Glutbeschleuniger-Monster, also was wir abwerfen können mit Glutbeschleuniger. Und sie sagt folgendes, wenn sie in den Friedhof gelegt wird, dann kannst du sie verbannen. Und falls du dies tust,
Lege ein vulkanisches Monster von deinem Deck auf den Friedhof. Heißt, wir können noch eine Hülle zum Beispiel reinlegen oder ähnliches. Schon mal gut. Oder verbanne ein Glutbeschleuniger-Karte offen auf dem Spielfeld oder im Friedhof und setze oder aktiviere ein Glutbeschleuniger aus dem Deck. Also, du kannst auch noch von der Hand, glaube ich, aber es geht eher, dass du das halt tust. Super starke Karte. Super gute Karte. Hilft Volcanic wirklich. Vor allen Dingen ein weiteres Monster. Weil das Problem war immer, welche Monster nimmst du? Wir können natürlich Hülle nehmen. Klar, ne? Nummer 1. Wir nehmen Hülle. Wir nehmen Streuschuss, ganz klar, Streuschusspflicht. Und was dann? Dann können wir Gegenschlag nehmen? Ja, ich weiß nicht. Also da ist natürlich die neue Karte hier deutlich, deutlich besser. Oh, Nova Kaiser. Der ist natürlich wichtig für C-Monster, denn wie gesagt, Nummer C-Monster brauchen hier immer, kriegen einen besonderen Effekt, wenn sie ein bestimmtes ausgerüstet haben. In diesem Fall ist es er. Weiter geht's. Der Wunderhengst ist jetzt hier. Und Wunderhengst war ja sogar... Oh, das ist ein neuer Counter. Okay, wir reden nicht über Wunderhengst, wir reden über den Counter, denn sie ist unglaublich spielstark. Die ist einfach eine Konterfalle. Heißt, sie ist eine Karte, auf der man nur reagieren kann mit ebenfalls einer Fallenkarte, die Counter beinhaltet. Und sie sagt folgendes. Wenn der Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, zerstöre einen unermüdlichen Boxler oder Nummer-Exit-Monster, das du kontrollierst. Falls du dies tust, annulliere die Aktivierung. Falls du dies tust, zerstöre jedes Monster. Dann kannst du vollen Effekt ausführen. Also das heißt, wir zerstören erstmal jetzt hier das genische Monster. Beschwöre einen unermüdlichen Boxer-Exit-Monster mit einem unterschiedlichen Namen als das erste Monster als Spezialbeschwörung auf von deinem Extra-Deck. Und falls du dies tust, hänge diese Karte als Material ran. Das heißt, wir können hier beliebige Battling-Boxer-Exits rufen, was unglaublich gut ist. Sehr nice auf jeden Fall. Sehr nice ist auch ein Negate, ne? Brauche ich nur reden. Und die kann man eben setzen aus dem Deck. Wir sollen suchen. Vulkanische Raketen. Ich finde es übrigens sehr interessant, wenn diese Karte beschworen wird. Also bei Normal- und Spezialbeschwörung. Man hat damals schon dran gedacht, dass man diese Karte vielleicht spezial beschworen möchte. Denn, vielleicht kommen wir noch zu, die Karte kann man aktuell mit dem neuen Blutbeschleuniger spezial beschwören. Wir ziehen da wohl auf in die Glutbeschleuniger. Also ich will den neuen Glutbeschleuniger auf jeden Fall auch haben. Oh, großer Name. Tiger. Tiger ist hier ein Level 5 Monster. Wirkt jetzt erstmal sehr komisch, aber du kannst eine andere Salamagam gerade... langsam, Bruce. Du kannst eine andere große Salamander-Karte abwerfen und diese Karte spezial beschwören. Außerdem, falls diese Karte für ein Synchromaterial von einem Feuermonster verwendet wird, kannst du sie als Nicht-Empfänger behandeln. Also sie ist dann kein Empfängermonster. Sehr gut, sie ist Empfänger, denn es gibt ein neues Synchromonster, was eben auch mit großer Lamanda funktioniert. Ich muss sagen, auch die Farbe. Ach, mir gefällt alles. Also vulkanisch, die Farbe. Ach, ich liebe vulkanisch. Ja, ich weiß, es ist Soulburner und es ist eigentlich großer Lamanda, aber es ist mir egal. So, Battling Boxer, wir wollen vulkanisch. Wir wollen vulkanische Karten. Kriegen wir auch noch. Wir kriegen noch. Und, verdammtes Feuer? Verdammtes Feuer? Ja, also wie gesagt, hier sind die alten Karten auch drin. Aber ich will den neuen. Ich will den neuen. Ich will den Emperor, ist das? Ich will den Emperor haben. Ich will den neuen haben. Aber das ist natürlich sicher auch eine Ultra oder so. Vielleicht ist das... Nee. Was kann die Ghost Rare sein? Könnte das... Das ist 100% eine große Lamanda-Karte. 100%. Das ist das C79 Monster. Und der ist wirklich stark. Er braucht drei Monster Stufe 5. Also theoretisch kann man ihn sehr einfach rufen. Nicht nur im Battling Boxer, sondern allgemein. Und sie kann folgendes. Und zwar, er hält für jeden dieser Materialien 200 ATK. Das ist egal. Ein pro Spielzug. Wenn ein Gegner ein oder mehr Monster Spezialbeschwörung beschwören wird, Quick Effect. Du kannst zwei Materialien von dieser Karte abhängen. Falls du dies tust, annulliere die Beschwörung. Und falls du dies tust, zerstöre jene Monster. Das heißt, sie kann einfach eine Beschwörung annullieren für zwei Materialien. Sehr gut. Problematisch ist, wenn du sie mit der Counter holst, was wir eben hier schon hatten, wenn man sie theoretisch mit dem Counter holen würde, hat sie ja nur ein Material. Da muss man irgendwie noch ein zweites dran kriegen. Aber die Karte selber ist eine sehr gute Karte. Und sie kann theoretisch in jedem Deck gerufen werden, nicht nur halt eben in Boxer. Brauchst aber dann halt eben drei Level 5 Monster oder irgendwie mit Rank-Up-Spells. Weiter geht's hier. Vulkanische Königin und nochmal der Unermüdliche. Boxer. Ich weiß noch, auch das, als die hier draußen waren, das waren Zeiten, da lag der so und denkst du so, ja, ist ja nicht schlimm, ne, der nur 2200. Ach so, diese Karte kann quasi nie zerstört werden. Das war schon ein Problem auf jeden Fall. Vulkanisches Feuer und nochmal die Normal Summon, sehr gut. Ja, braucht man übrigens für Battle Boxer definitiv dreimal, also 100%. Also wenn man das spielen will, braucht man die dreimal. Dementsprechend passt das sehr gut. Zertrümmerer und nochmal Randfeuer. Sehr gut, haben wir gleich das dritte. Also man spielt davon drei. Definitiv spielt man davon drei. Also wie gesagt, man hat jetzt endlich ein weiteres
Target, also ein zusätzliches Target eben für Glutbeschleuniger. Glutbeschleuniger und sie wieder. So, das war die erste Hälfte. Aber erste Hälfte, zweite Hälfte direkt weiter. Ist echt viel, ne? So 36 Booster. Ist dann auch mehr, als man denkt. Und man muss sich dann hier auch ein bisschen aufpassen. Man zieht hier auch sehr gut die Karten. Also wie gesagt, nochmal Uppercut. Der zweite ist auch gut. Also ich kann das Deck bauen, weil ich habe halt alle Karten zusammen. Vulkanische Rakete auch die zweite. Ihr merkt schon, man bekommt hier schon sehr gut das Deck zusammen. Wie immer bei diesen Sets, wenn ihr eins der Decks spielen wollt, ist es super. Es ist tipptopp. Ihr zieht hier wirklich alles eigentlich, auch nochmal, dreimal, was ihr braucht. Und dann habt ihr das Deck halt schon quasi komplett. Also zumindest eben von den Archetype. Weiter geht's. Ich hoffe doch, hier neue Glutbeschleuniger-Karte. Wir ziehen sie. Ah, dritte, sehr gut. Heißt, wir haben sie dreimal. Was? Oh. Ja, wir haben ein Problem hier. Man muss es auch richtig öffnen, ne? Sonst wird das hier nichts. Fuchsi und. Nicht der neue. Ja, ich will so gern die neue Glutbeschleuniger-Karte. Oder der Emperor. Ich will die neue. Ich will das. Ich will. Komm. Oh, ich will einfach ziehen. Ja, ich muss auch sagen, dass vulkanisch ich lange nicht loslassen kann. Ich glaube, so geht es vielen. Wenn man ein Deck hat, womit man das erste Mal quasi gewisse Erfolgserlebnisse erreicht hat, auch halt zufrieden war, das Deck gefallen hat, man sucht Decks, die ähnlich sind. Und man versucht irgendwie in diese Richtung zu kommen. Ich habe dann... Oh, da ist er. Glutbeschleuniger, vulkanischer Glutbeschleuniger. Die ist super. Erstmal, sie ist ziemlich einfach zu beschwören, also zu aktivieren. Beschwören ist kein Monster. Zu aktivieren, du musst eben nur eine andere Glutbeschleuniger-Karte von deinem Deck oder auf einem Spielfeld auf den Friedhof legen. Heißt also, wir müssen den normalen Glutbeschleuniger spielen. Das ist definitiv Fact leider. Weiterhin aber geht's weiter, denn du kannst einen vulkanischen Glutbeschleuniger, du kannst nur einen kontrollieren. Ist auch okay. Einmal pro Spielzug, während deiner Main-Phase, du kannst einen vulkanischen Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Vulkanische Rakete aktiviert sich auch dann. Wie gesagt, sehr gut. Das heißt, wir haben hier ein zwei Beschwörungen, was schon mal sehr gut ist. Außerdem, du kannst ein offenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Lege ein Pyromonster Stufe 1 von deinem Deck auf den Friedhof. Und falls du dies tust, zerstöre jenes Monster. Leute, ist das nicht perfekt harmonierend? Das ist so, so gut. Und jetzt denkt man sich, okay, dem Deck fehlt noch was, denn... Ja, du kannst genische Monster zerstören. Aber wenn du das Duell anfängst, also du beginnst deinen ersten Zug, hat der Gegner keine Monster. Keine Angst, da kommen wir noch zu. Vulkanische Rakete hier übrigens auch wieder sehr ironisch, dass es passt. Denn es gibt auch neue vulkanische Karten, die den Gegner Monster geben können. Und dadurch, dass eben dass der Gegner Monster bekommt, er bekommt ein Token. Und wenn eben dann Token ist, können wir den eben mit unserem Glutbeschleuniger zerstören, was sehr gut ist, weil wir dann eben den Glutbeschleuniger schon im ersten Zug aktivieren können, ihm schon was reinlegen können. Das heißt, die Schwäche, dass wir hier halt irgendwie warten müssen. Noch ein Tiger. Das ist ja verrückt. Zwei Tiger, zwei Uppercut. Das ist ja verrückt. Und Randfeuer jetzt auch. Ich glaube, das vierte Mal. Ja, also hier haben wir auf jeden Fall unser Playset komplett. Aber was ich nochmal sagen wollte, ist eben, wenn man ein Deck gefunden hat, will man immer versuchen, ein ähnliches Deck zu haben. Wie gesagt, ich habe Vulkanisch mit Windstunde Phönixflügel und mit Razor gebaut gehabt damals. Wie gesagt, vor Synchrozeiten. Und danach war mein nächstes Deck Monarch mit Grabwächter, Spy und Notfallteleport. Ja, da war Synchro dann doch schon da. Und da, ich konnte Monarch nicht loslassen. Ich konnte Monarch nicht loslassen, weil Razor mir so gut gefallen hatte in Vulcanic. Man kommt dann halt eben nicht weg. Vulkanischer Auswurf. Ja, nochmal eine neue Fallenkarte. Nimm ein vulkanisches Monster von deinem Deck und füge es entweder deiner Hand hinzu oder beschwöre es als Spezialbeschwörung, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Aber gib es während der Endphase zurück. Das heißt, wir können auch hier beschwören. Sehr nett. Ich würde halt gerne noch... Es gibt ja noch zwei Karten. Ihr merkt, ist voll der Vulcanic-Talk hier. Ich will zwei Karten eigentlich noch haben. Ich will einmal noch den Emperor haben und ich will die eine Spell haben, denn die neue Spell, die ebenfalls rausgekommen ist, noch für Vulkanisch, ist auch unglaublich gut, denn sie sagt Folgendes, und zwar sende ein Pyromonster von deinem Deck auf den Friedhof, was unglaublich stark ist, und falls ein Vulcanic-Monster ist, kannst du noch Schaden hinzufügen. Oder ein Monster, also eine Spielmarke bei genischer Spielfeldseite beschwören. Heißt also genau das, was ich meinte, dass wir eben ein Monster auf der gegnerischen Seite bekommen, was super gut ist. Und wir haben eben die Möglichkeit, noch schneller ein Monster in den Friedhof zu bekommen. Und wie es... Oh, ich wollte gerade noch sagen, aber ich sage nichts lieber. Großsalamander Ausbruchsgreif. Ja, Sunderingrade bekommt ebenfalls, also Großsalamander bekommt ein Synchromonster und er hat folgenden Effekt und zwar, du kannst ein Monster der Stufe 7 oder niedriger Friedhof wählen und eben Spezialbeschwören und dann wird diese Stufe reduziert, das heißt, du kannst
ihn rufen, das Monster, was du benutzt hast, wiederholen und du kannst mit ihm selber wieder versynchronisieren und dann ist er mit sich selbst synchronisiert und dann kann er nämlich Folgendes, falls diese Karte als Synchro-Beschwörung beschworen wird, mit ihm selber als Material, du kannst diesen Effekt aktivieren, beschwöre während der nächsten Stamper-Phase ein Monster Spezialbeschwörung von Friedhof. Ja, ist halt eben vorausschauend, das heißt, ihr könnt ihn bauen und dann halt eben das nächste Mal. Ja, nice. Also das auch noch. Synchro. Hat ja schon Fusion mit Synchro. Und wir sind jetzt schon am letzten Pack angekommen. Habe ich zwischendurch doch den Torboy eingelegt. Ziehen wir noch eine Ghost Rare? Ich glaube nicht, aber ich würde gerne wissen, was es ist. Und es ist noch eine vulkanische Rakete. Schade, schade, aber das ist der Überblick. Ich würde sagen, wir haben leider eben nicht den Emperor gezogen. Wir haben leider nicht die Spell gezogen. Aber Battling Box haben wir dafür umso mehr gezogen. Haben da quasi fast alle schon zusammen. Also nice. Aber wie gesagt, ich hätte gerne vulkanisch gehabt, weil es einfach, ja, es ist einfach Kindheit für mich. Ich bin also damit quasi eingestiegen eben in Yu-Gi-Oh! Vor der Synchronzeit noch. Ja, das ist lange her. Ich spiele hier wirklich schon sehr, sehr lange. Aber das war's von dem Opening. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.